Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 1. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Haut um Haut. Alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch steck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sprach der Herr zum Satan: Gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Hiob, Kapitel 2, Verse 5 bis 6. Über der Mittelmeerküste Südfrankreichs hing eine dichte, bleigraue Wolkendecke. Der Sturm tobte schon den ganzen Tag. Und auch schon am Tag davor hatte es heftig gestürmt. Und am Tag davor. Die Fischer waren zur Untätigkeit verdammt und starrten jeden Tag mit immer sorgenvolleren Mienen auf die stürmische See hinaus. Die Wolken waren so dunkel und regenschwer, dass der späte Nachmittag kaum von der Nacht zu unterscheiden war. Kein Vogel war am Himmel zu sehen. Nur die weißen Flügel eines einzelnen Engels, der unermüdlich gegen den Sturm ankämpfte, zeichneten sich gegen das dunkle Grau im Südosten ab. Dominik hatte ihn als Erster entdeckt. Er war am Mittag ganz aufgeregt zu ihr ins Haus gelaufen gekommen und hatte ihr erzählt, er habe einen Engel gesehen. Irene hatte gelacht und ihren Sohn geantwortet, er habe sich das nur ausgedacht, um sie aus dem Haus zu locken. Aber es war ihm ernst gewesen damit, und so hatte sie das Butterfass geschlossen, mit dem sie sich gerade beschäftigte, und war mit ihm hinausgekommen. Und tatsächlich, der Engel war da gewesen, sehr weit weg noch, aber er schien auf sie zuzukommen. Der Sturm war in den vergangenen Stunden nicht schwächer geworden, und Irene hatte den Augenblick, wo sie hinaus zu den Kühen musste, so lange wie möglich hinausgezögert. Aber jetzt konnte sie nicht mehr warten. Mit einem Joch mit zwei großen blechernen Melkkannen daran machte sie sich durch den Regen auf zur Weide. Als sie das Dorf verließ, konnte sie noch einen letzten Blick auf den Engel werfen. Er war jetzt schon sehr nah und sie glaubte, jeden einzelnen verbissenen Flügelschlag erkennen zu können. Er war schon seit dem Mittag in der Luft, wahrscheinlich länger, und immer noch trotzte er dort oben den wütenden Elementen. Er musste vollkommen erschöpft sein, aber er war ein Engel, Gottes Kraft erfüllte ihn, dachte Irene, als sie in den Hohlweg einbog, der die Küste hinauf zu den Weiden führte. Der Sturm machte Kaliel schwer zu schaffen. Wenn er sich seine Kräfte etwas besser eingeteilt und häufiger Rast gemacht hätte, wäre alles halb so schlimm gewesen. Er war ein sehr guter Flieger und hatte sogar die Ureliten mit seiner Kraft und Ausdauer beeindruckt. Deshalb hatte der Ab es auch gern gesehen, dass er sich für diese Mission freiwillig gemeldet hatte. Aber der Sturm hielt Kaliel auf. Jede Rast kostete Zeit. Er hatte auf der Strecke bisher schon einen halben Tag verloren und brauchte noch mindestens 2 Tage bis Cluny. Er wusste nicht, wann die Traumsaat Cluny erreichen würde. Niemand wusste das. Bei seiner letzten kurzen Rast in einem Kloster, direkt an der Küste, hatte er eine junge Engelschar getroffen. Sie war auf dem Weg nach Mont-Salvage gewesen, um vom dortigen Himmel aus weitere Einsätze zu fliegen. Er hatte mit der Michaelitin gesprochen. Sie konnte nicht älter als 10 gewesen sein,
und hatte ihre Weihe gerade erst erhalten. Nur ein einziges Votivband war um ihren linken Arm gewickelt. Als er in ihre Augen geblickt hatte, waren Kaliel seine eigenen ersten Flügelschläge in Erinnerung gekommen. Die Schar kam aus einem Kloster, weiter die Küste entlang, und wusste nichts über die Position der Traumsaat oder über Cluny. Kaliel hatte in dieser Nacht kaum Ruhe gefunden. Wenn er in Meditation versunken war, hatte er immer wieder in die Augen der jungen Michaelitin geblickt. Doch dann waren es plötzlich seine eigenen Augen gewesen, aus denen er als kleiner Junge in eine riesige, furchterregende Welt starrte. Das Gewicht der riesigen Flügel auf seinem Rücken zwang ihn, sich weit nach vorne zu krümmen. Die Flügel waren schlaff und fühlten sich falsch an, als gehörten sie gar nicht zu seinem Körper. Und dann war da diese Stimme gewesen, die von irgendwoher, ganz weit unter ihm, nach ihm rief. »Spring schon, Calvin! Los, spring!« Aber er konnte nicht springen. Wie angewurzelt stand er an der Kante des Stalldaches und blickte auf das glänzende Kopfsteinpflaster ihres Hinterhofs hinab. Am Himmel donnerte es, und wieder hörte er die Stimme nach ihm rufen. »Komm, Kaliel, komm zu mir!« Dort unten auf dem Hof stand Anne. Sie hatte ihren Schleier abgelegt, trug aber noch die strenge, braune Tracht ihres Ordens. Aber wie sollte er zu ihr hinunterkommen? Er konnte seine Flügel nicht bewegen. Ja, er hatte nicht einmal Flügel, und er war so klein, die Wand des Stalls war so hoch. Aber er hatte seine Mission nicht vergessen. Er musste sie warnen. Die Traumsaat würde Cluny überfallen. Die Beginen und die Menschen aus der Stadt mussten fliehen, bevor es zu spät war. Er versuchte zu sprechen, zu schreien, aber er brachte keinen Laut hervor. Die Angst schürte ihm die Kehle zu, und Anne stand nur da und lächelte ihn an, streckte die Arme nach ihm aus, rief ihn zu sich und ging in Flammen auf, als die Traumsaat von allen Seiten heranstürzte und Feuer und Tod ausspie. Nur mit größter Willensanstrengung konnte sich Kaliel von diesem Schreckensbild losreißen und seine Meditation abbrechen. Er hatte festgestellt, dass der Sturm weiter über dem Festland etwas weniger Kraft hatte und flog deshalb heute so weit wie möglich im Landesinneren, um Kräfte zu sparen. Gerade so weit, dass er die Küste noch erkennen konnte. Jetzt müsste bald irgendwann der Flusslauf kommen, an dem entlang er landeinwärts zum Kloster fliegen wollte. Er erinnerte sich, dass irgendwo hier ein kleines Fischerdorf sein musste, in dem er Rast machen konnte. Schob den Gedanken jedoch sofort wieder beiseite. Es muss noch mindestens 2 Stunden hell sein, wenn man das so nennen konnte. Und mindestens so lange würde er auch weiterfliegen. Kaliel konnte die Erinnerungen an seinen Traum nicht mehr abschütteln. Mit wütenden Flügelschlägen beschleunigte er seinen Flug noch einmal. Aber es fiel ihm zunehmend schwerer, die Schmerzen zu ignorieren, die sich von seinen Flügelmuskeln unaufhaltsam und brennend in jede Faser seines Körpers ausbreiteten. Unter ihm erstreckte sich jetzt ein dunkler Wald, der fast bis an die Steilküste heranreichte. Kaliel stieg einige Meter auf, um nach dem Ende des Waldes Ausschau zu halten. Dort musste der Fluss liegen, dem er landeinwärts folgen wollte. Doch er konnte nur ein paar Rodungen erkennen, und er wagte nicht, noch höher aufzusteigen, da die Windböen immer unberechenbarer wurden, je näher er den Wolken kam. Als er sich wieder auf seine alte Flughöhe hinabfallen ließ, wurde er auf eine Bewegung im Grün der Laubbäume unter ihm aufmerksam. Angestrengt starrte er auf das vorbeihuschende Blättermeer. Zuerst dachte er, er hätte sich getäuscht, doch da bewegte sich tatsächlich etwas unter ihm im Geäst, genau in seinem Schatten. Kaliel änderte seine Flugrichtung leicht und hielt jetzt direkt auf die Küste zu. Und tatsächlich, sein Verfolger bemerkte sofort, dass er nicht mehr unter Kaliels Schatten auf dem Blätterdach flog und passte seinen Kurs an. Aber Kaliel bemerkte noch etwas anderes, als er den Richtungswechsel seines unsichtbaren Verfolgers beobachtete. Dieser war nicht allein, 2 weitere Schatten folgten ihm, kaum erkennbar unter dem dichten Grün. Kaliel überlegte, aufs offene Meer hinauszufliegen, um so die Verfolger zu zwingen, sich zu zeigen, entschied sich aber dagegen.
Wer konnte ihm schon durch die Luft verfolgen, außer anderen Engeln oder der Traumsaat? Und andere Engel hatten keinen Grund, sich vor ihm zu verstecken und würden sich kaum die Mühe machen, durch das dichte Laubwerk der Bäume zu fliegen. Kaliel musste also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Legionen des Herrn der Fliegen mussten Späher ausgeschickt haben, um nach Boten Ausschau zu halten. Das hieß aber auch, dass sie Cluny noch nicht vernichtet hatten und ihm möglicherweise noch genug Zeit blieb, das Kloster rechtzeitig zu erreichen. Auch wenn ihn diese Erkenntnis erleichterte, waren die Verfolger ein sehr unmittelbares Problem. Wo auch immer sie hergekommen waren, sie hatten sich unbemerkt an seine Fersen geheftet und sie würden ihn nicht einfach so wieder davonfliegen lassen. Kaliel überlegte fieberhaft. Es waren drei. Sie konnten nicht allzu groß sein, sonst wäre es ihnen nicht gelungen, so lange unentdeckt durchs Geäst zu fliegen. Also waren sie höchstens menschengroß, wahrscheinlich eher kleiner. Trotzdem, drei waren zu viel für eine direkte Konfrontation. Mit einem Dämon wäre er leichtfertig geworden. Auch mit zweien hätte er es zur Not noch aufgenommen. Aber für drei brauchte er einen Plan. Wie er es auch drehte und wendete, er hatte nur eine Chance. Einen von ihnen ausschalten. Wenn ihm das beim ersten Angriff gelang, würden die anderen beiden Dämonen es bemerken und ihrerseits zum Angriff übergehen. Wenn es ihm nicht gelang, musste er sich gegen drei Dämonen zugleich zur Wehr setzen. Nachdenklich wog Kaliel seine Lanze in beiden Händen. Sie eignete sich als Wurfspeer fast ebenso gut wie für den Nahkampf. Aber sie war außer einem kleinen Messer die einzige Waffe, die er hatte. Er konnte nicht riskieren, sie zu verlieren. Solange Kaliel in dieser Flughöhe blieb, huschte sein Schatten etwa 10 Meter hinter ihm über das Grün. Und genau dort befand sich auch seine Verfolger. Aber 10 Meter waren entschieden zu weit. Sie ließen seinem Verfolger zu viel Zeit zu reagieren. Kaliel beschleunigte seinen Flug, so sehr er konnte, und ließ sich gleichzeitig tiefer über das dichte, tosende Grün der Baumwipfel hinuntergleiten. Die Lanze lag jetzt kampfbereit in seinen Händen. Er spürte das beruhigende Vibrieren des gummierten Schaftes und sah, wie die scharfe Klinge im trüben Abendlicht verschwamm. Die Höllenbrut hatte sich den falschen Gegner ausgesucht. Von einem Moment zum anderen legte er die Flügel an und stürzte fast senkrecht nach unten. Seinem Verfolger blieb keine Zeit, auf das plötzliche Verschwinden des Schattens über ihm zu reagieren. Wie von Kaliel geplant, flog er weiter geradeaus, und der Engel musste nur leicht eine Flügelspitze abspreizen, um sich der Bewegung anzupassen. Schon brach er durchs Blätterdach, die Lanze im Anschlag. Ein länglicher, schwarzer Käfer, groß wie ein neugeborenes Kalb, flog im Halbdunkeln durch den Wald. Die harten Chitinpanzer auf seinem Rücken hatte er weit geöffnet, um seine schwarz-grün schillernden Flügel zum Flug zu entfalten. Kaliel nutzte die Schwachstelle zwischen den sirrenden Flügeln des Käfers und bohrte seine Lanze tief in den Leib der Kreatur. Der Käfer schrie und wand sich und schickte einen wütenden Feuerstrahl in das Astgewirr unter ihm, doch sein starrer, gepanzerter Leib verhinderte, dass er den Angreifer auf seinem Rücken erreichen konnte. Kaliel ließ sich nicht beirren und trieb die Lanze stoßweise immer tiefer in den Körper des Dämons. Als die beiden blanken Kontakte am Ende der Klinge das schwarze Fleisch des riesigen Käfers berührten, entlud sich die Lanze. Nach einem letzten Aufbäumen glitt der tote Dämon mit zuckenden, dünnen Beinen von der Lanzenspitze, die sich leise summend wieder aufzuladen begann. Kaliel sah noch, wie der Käfer sich mit seinen großen, durchscheinenden Hautflügeln in den dichten Ästen weiter unten verfing und hängen blieb, als ihn ein sengender Flammenstrahl von links nur knapp verfehlte und den Wipfel einer toten Ulme hinter ihm in Brand setzte. Er wirbelte herum und kämpfte mit schnellen Flügelschlägen um Höhe.
Die anderen beiden Käfer hatten nicht lange auf sich warten lassen. Unten, zwischen den Bäumen, hatte er zwar mehr Deckung, um ihren Feuerstrahlen auszuweichen, aber er hatte auch weniger Platz zu manövrieren. Den Käfern hingegen schien der Wald nichts auszumachen. Sie waren seinem Flug präzise gefolgt. Ein weiterer Flammenstrahl schoss plötzlich unter ihm zwischen den Bäumen hervor, verfehlte ihn aber um mehrere Meter. Kaliel verlangsamte seinen Flug und kreuzte in respektvollem Abstand über dem wogenden grünen Blättermeer. Die Feuerkäfer schienen sich noch nicht so recht aus dem Schutz der Bäume herauszutrauen. Das Schicksal des ersten Käfers war nicht unbemerkt geblieben, und auch die Kreaturen des Herrn der Fliegen empfanden Furcht oder hatten zumindest einen Selbsterhaltungstrieb. Da, einer der Käfer kroch den Stamm eines besonders hohen Baums hinauf. Er war gelandet und hatte seinen Panzer geschlossen. Der Dämon sandte einen Feuerstrahl in die Abendluft, aber Kaliel hatte ihn zu früh entdeckt, als dass er eine Gefahr für ihn dargestellt hätte. In einer engen Kurve stürzte er herab, um den Käfer von hinten anzugreifen, außerhalb der Reichweite des tödlichen Feuers. Mit genau platzierter Wucht traf seine Lanzenspitze den Rückenschild des Käfers. Doch das dämonische Chitin war zu hart und die Waffe glitt ab, ohne Schaden anzurichten. Kaliel schlug mit den Flügeln, um wieder Abstand zwischen sich und die Kreatur zu bekommen, als direkt vor ihm der zweite Käfer zwischen den Baumwipfeln hervorbrach. Der Dämon versuchte diesmal nicht, Kaliel mit seinem sengenden Flammenstrahl zu treffen, sondern flog mit bedrohlichen Mandibeln und wirbelnden Klauen direkt auf ihn zu. Kaliel hatte keine Zeit mehr für einen Gegenangriff und konnte seine Waffe gerade noch rechtzeitig hochreißen, um den Aufprall abzuwehren. Wütend stieß der Käfer jetzt einen Flammenstrahl aus, der Kaliel ein paar Schwungfedern versenkte. Hastig versuchte er, mit ein paar Flügelschlägen den Angreifer abzuschütteln, der sich jetzt hartnäckig an seine Lanze klammerte. Kaliel spürte, wie die Erschöpfung der letzten Tage langsam ihren Preis forderte. Er war immer noch schnell und kräftig, spürte aber, dass die Gewandtheit und Präzision seiner Bewegung allmählich nachzulassen begann. Sein Herz raste und die Skriptura auf seinen Schläfen schmerzte, aber Kaliel durfte sich jetzt keinen Fehler leisten. Wutentbrannt riss er seine Lanze los und stieg über dem Käfer steil in den Himmel. Erneut versuchte der Dämon, ihn mit seinem Feuer zu treffen, verfehlte ihn aber wieder um Haaresbreite. Mit einer Rolle mitten in der Luft änderte Kaliel abrupt die Flugrichtung und griff den Dämon mit vielen kleinen Lanzenstichen von der Seite her an. Kaliel wusste, dass er ihn so nicht verletzen konnte, höchstens, wenn er mit etwas Glück einen Flügel traf. Aber vielleicht konnte er den Gegner zurücktreiben, bis er eine Lücke in der Panzerung fand, die Gelegenheit zum tödlichen Stoß. Und tatsächlich, der Dämon wich vor ihm zurück, versuchte den vielen Stichen auszuweichen oder sie mit seinen Panzerplatten abzuwehren. Die Flammenstöße waren kurz und unregelmäßig und stellten keine wirkliche Gefahr für Kaliel dar. Sie näherten sich wieder den Bäumen und Kaliel befürchtete schon, sein Opfer würde sich gleich in die schützende Deckung des Blattwerks flüchten, als ihn ein Feuerstrahl unerwartet von unten in den Rücken traf. Der erste Käfer hatte fast vergessen in den Bäumen gekauert, während der andere Dämon Kaliel abgelenkt und in seine Nähe gelockt hatte. Kaliels Rücken stand in sengenden Flammen. Die glühend heiße, klebrig zähe Substanz, die der Dämon ausgespien hatte, breitete sich über seine Schultern und Flügel aus und fraß sich durch die Haut und Federn in sein Fleisch. Kaliel schrie. Im ersten Moment schien der Schmerz unerträglich zu sein. Doch dann legte sich ein dumpfer Schleier über das Gefühl, und er spürte zwar noch, wie sein Körper brannte, konnte sein eigenes verbranntes Fleisch riechen, aber die Qual war fort. Der zweite Käfer wich nicht mehr zurück, sondern ging zum Frontalangriff über. Doch der chitingepanzerte Dämon hatte den getroffenen Engel unterschätzt. Wie in Trance wich Kaliel den Angriffen der scharfen Kiefer aus und erhob sich wie ein gewaltiger Phönix in die Luft über dem Wald. Schade, dass es nicht stärker regnete, dachte er noch, als er mit fast spielerischer Leichtigkeit von oben
einen weiteren Bogenschlag mit der Lanze gegen den gepanzerten Rücken des Feuerkäfers führte. Schwarzes Blut quoll zwischen den Chitinplatten hervor, als die Kreatur mit abgetrenntem Flügel in die Tiefe stürzte. Der letzte Dämon hatte sich unterdessen wieder in die Luft erhoben, doch er hielt respektvollen Abstand von dem brennenden Engel und trieb ihn nun mit gezielten Feuerstößen vor sich her. Kalien merkte, wie seine Kräfte schwanden. Schon konnte er den Flammenstrahlen des Angreifers nicht mehr ausweichen, und auch seine linke Hand und die Seite seines Kopfes wurden versengt. Mit letzter Kraftanstrengung stürzte er noch einmal auf seinen Peiniger zu, um ihm die Lanze zwischen die Augen zu stoßen, aber der Käfer wich ihm mühelos aus und seine Klauen schlitzten ihm den Rücken auf. Die Lanze entglitt Kaliels kraftlosen Händen und stürzte rasend schnell näher kommend ins Blättermeer. Obwohl er kaum noch bei Bewusstsein war, breitete Kaliel seine Flügel oder das, was noch davon über war, aus und glitt in die Wipfel der Bäume hinab. Er konnte nur hoffen, dass der Dämon ihm nicht folgte. Er musste leben. Er musste Cluny warnen. Er musste zu Anne. Zweige und Laub bremsten seinen Gleitflug, als er zwischen den Bäumen eintauchte, aber er war zu schwach zu manövrieren. Die großen Äste trafen ihn wie Keulenschläge, doch davon spürte er bereits nichts mehr, als sein Leib dem Boden entgegenraste.